So, weiter geht's. Angels, lass es nicht los. Da ist es denn. Stirb, Kartoffel! Er stirbt doch! Mann, fast! Man, fast! Wow, was ist mit dir passiert? Ich glaube, du hast irgendwie den Imp-Schaden abbekommen, kann das sein? Den Imp-Schaden, den Imp-Schaden. Bitte rette mich, wo bist du? Bitte rette mich! Ja, ich komme sofort! Erstmal die Truhe. Ist es leer, natürlich. Der wurde bedient. Ist hier sonst irgendwo jemand hier unten vielleicht? Ah, nö, aber wir haben den Hebel benutzt und haben die Truhe eingesammelt. Die Tür wurde aufgeschlossen. Halte sie auf. Okay. Wen? Imp! Mensch, das nächste Mal lassen wir uns nicht entwischen. Warte! Die müssen verstehen, wieder bin. Danke, du hast mein Leben gerettet. Geht's dir gut? Ich bin okay, aber wir müssen dieses Babymonster töten. Ich werde ihn jetzt verfolgen. Ich werde dich unterstützen. Okay, er verfolgt uns jetzt. LTFs Northtail-Krieger. Ich habe gewartet. Der Feind meines Freundes. Lass uns einen nach dem anderen vernichten. So, schnell mal den Vampir klatschen. Da haben wir einen. Oh Mann, wieso habe ich keine Heiltränke mehr da? In der Leiste, meine ich. So, ist der andere. So. Ja, das ist doch ein Wisch. Das ist noch nicht vorbei. Richte dir deinen Blick nach Osten. Osten ist da, wo rechts ist. Sollte das witzig sein? Ha, Situationskomik. Die Situation will ich sehen. Kommt euch der Spruch bekannt vor? Na? Rip, rip, rip oder so? Der Rückweg ist nämlich verschlossen. Ah, und home. Die Imps greifen an. So, dann nehmen wir das. Ja, um einen Fuchs zu killen, Mann. Das ist ein Schleudergeschoss. Ist sowieso nichts wert, aber ich denke, was brauchen die Schützen da? Wir werden die Stürmer jetzt nicht... Wir werden die Stürmfriede jetzt nicht treffen. Okay, dieser Satz ergab zwar keinen Sinn, aber... Super! Optimum! Fast 1000. Haben wir mal einen blauen Kristall. Der war jetzt ziemlich einfach bei euch zum letzten Timespalte. Malcolm muss beunruhigt sein. Geh zurück. Übrigens... Ja, das heißt ja... Woher weißt du das? Du hast es auch gefühlt, dass es in der Nähe der Minen warst. Die Minenarbeiter von Kobold verhalten sich derzeit sehr merkwürdig. Ich habe ein ungutes Gefühl. Hast du irgendeine Idee, was es sein könnte? Ja, ich fühle auch, dass etwas Seltsames vor sich geht. Ich denke, etwas Schlimmes wird bald geschehen. Abenteuer, was könnte es sein? Nun, ich weiß es auch nicht. Ich bin sehr beunruhigt darüber. Ich hoffe, Nossa wird es schaffen. Untersuche Kobolds Plan in der Koboldmaske. Murmeln der Bergmann, während du Koboldmaske anziehst. Habe ich ja schon. Ach so, ich muss nochmal zu den Murmeln zurück. 1, 2, 3, 4. Habe ich jetzt 2 Quests? Okay. Nö, nur 1. Oh, wir kriegen eine Spitzhacke, das ist natürlich auch schön. Hallo Leute! Lass uns anfangen! Lass uns anfangen! Wir Kobolds starten einen Generalstreik, wir arbeiten nicht mehr. Streik, Streik! Was, die Kobolds streiken? Ah, sind Spitzhacken. Ich muss das Dorf darüber informieren. Informiere Maddog. Man hätte ihn nicht aber Mad Dog nennen können. Was ist der Kerl? Da. Was, die Kobolds streiken? Ja, mit früher gewusst hätten wir es verhindern können. Angriff, lass uns den Streik sofort beenden. Ja, das hat er. Wo weiß er das? Ja, aber ist Lord Kurai darüber Bescheid, was falls es schief geht, bin ich tot. Ja. Breche den... Was? Was ist das denn für eine Scheiße, ey? Ja, wir streiken. Scheiße, die streiken. Bringen sie alle um. Hallo? Reden? Verhandeln?
Aber nicht länger abmurksen, sag mal. Was ist das denn? Ein bisschen hart, oder? Der bellt ja nur. Alleine bringen sie... Ja, du so eine Blackout? Kannst du nicht mehr verteidigen bist. Ach so, scheiße. Hey. Das unterstütze ich ja mal gar nicht. Ja, wir streiken. Scheiße. Wenn der Streik bis zum Lord kommt, werde ich getötet. Bring aber vorher schnell diese Viecher um, damit sie aufhören zu streiken. Hallo? Dass sich darüber noch keiner beschwert hat. Ehrlich, ich liege hier einfach rum. Wie ultra ist das denn? Ich meine, ich bin ja sonst nicht so der Fähre oder der sagt, haha, ich bringe sie um, haha, was für ein Spreche. Das ist ja so lustig. Aber, Halleluja. Bisschen weit hergeholt ist das schon in meinen Augen. Oh, doch, Level 20 haben wir immerhin dadurch bald. Ich habe Frauen und Kinder zu Hause. Ich will doch nur mehr Geld verdienen, damit sie nicht verhungern. Nein, bitte nicht. Was sollen sie ohne mich tun? Hey, jetzt wenn das Sklaven wären, egal ob Sklaven sind oder nicht, ist beides irgendwie in Deutschland ziemlich hart. Davon der Verbraucherschutz weiß. Hey, ja, bringen sie alle um. Bitte? Ja, bringen sie alle um. Aber sie streiken doch nur, weil sie mehr Geld haben wollen, um ihre Kinder zu versorgen. Und? Es sind Hunde, die haben keine Rechte. Just don't like it. Seht mich da echt als albern oder zu real-life denkend an, aber wo gibt's denn sowas? Die streiken ja. Brech den Streik, töte sie alle. Toller Streik gebrochen. Ich glaube eher, dass Madoc da der Böse ist. Dann würde es mir gefallen, so von wegen, ja, wir sind falsch auf die falsche Pferde gelockt worden. Da kann man immer noch sagen, ja, ist kein eigenes Hirn, kannst du nicht selbst entscheiden, dass du das nicht machen willst. Demoralisierungseffekt. Ich glaube, er hat den höchsten Punkt erreicht. Naja, so allmählich sollten wir uns wirklich aufpeppeln lassen, sage ich. Aber solange ich hier in der Mine noch rumdüse, werde ich die Maske erstmal behalten. Danach können wir uns immer noch zum Krieger machen. Ah ne, wir brauchen noch einen Schwachen. Das ist ein glücklicher Bergmann. Schwacher. XP-Bergmann. Keine Ahnung, warum das heißt XP oder XP, keine Ahnung. Bring ihn einfach um. Hau, zweimal kritisch. Soll ich das wirklich tun und ich weiß nicht. Ja, danke, dass du immer noch mal nachdenkst, nachdem du es gemacht hast. Was? Nochmal 10 töten? Okay. Hätten sie mir nicht gleich 15 geben, sondern ja so töte 15. Wüsste ich wenigstens, worauf ich mich eingelassen hätte. Okay, weiter geht's. Ich bin mal gespannt, was ich mal wirklich noch tragen kann hinterher. Das kann ich noch tragen, das kann ich noch tragen, das auch, das auch, das auch, das nicht, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Also ich werde ja einiges an Items verlieren, wenn ich die Novizen hinter mir lasse. Magst du es uns herauszufordern? Ein bisschen. Durch Stärke ist Gegners demoralisiert. Braucht man ein Level über mir jetzt oder was? Trotzdem böllern die aus irgendwelchen Gründen rum. Sehr interessant. Gut, ich denke mal, ich mache hier einen Schnitt, bis das hier alles erledigt ist. Versteht ihr? Alles erledigt. Danke fürs Zusehen und sage Bye-bye.